Dezent groß. Dezent kacke. Das ist ein Survival-Game geworden. Nö, wieso? Wegen dem Steinchen hier? Nee, das soll eigentlich nur zu Dekogründen sein. Ich will das hier dekorieren, aber ich habe noch nicht die richtigen Sachen. Ich muss noch mehr freischalten. Die Geschenke hier. Und den Kakaostand. Vor allem diese Laternen. Achso, die Laternen kann ich ja sogar schon. Nice. Gut, was ich damit anstelle, keine Ahnung. Weißt du nicht, dass ich das irgendwo in die Luft hängen kann? Ach, das wird für drinnen sein. Ach, Idee. Gut, das ist für drin, das ist für drin, das ist für drin. Das wird für draußen sein wahrscheinlich. Und das war's dann auch schon wieder. Hab noch ein bisschen was zu tun. Ich verschönere das halt nur ein bisschen. Was fehlt bei dir? Das sieht doch sonst langweilig aus. Das ist hier zum Beispiel auch kaum dekoriert. Das sieht doch aus wie blöder Kackapups. So. Ja, gut. Damit kann ich nicht viel anfangen. Okay, ich brauche Stoff. Stoff brauche ich. Und Glas. 100 Schneebälle! Okay. Völlig wie das Game heißt. Und spielt ein Mädchen im Reich der Toten. Suchung entfernen. Dazu, nur wieder kleine Hilfe. Nee. Wüsste ich jetzt tatsächlich auch gar nicht. Im Reich der Toten. Das Problem ist, ich habe zwar viele Spiele, aber ich habe die wenigsten davon gespielt. Weiß es vielleicht einer aus dem Chat? Ich wüsste es jetzt tatsächlich nämlich nicht. Die einzigen Spiele, wo mir das Reich der Toten einfällt, sind irgendwelche Disney-Sachen. Wenn man da überall Hades besucht. Das ist bestimmt nicht gemeint. Ein Spiel, aber ich weiß nicht, ob das. Warte mal. Ich weiß nicht, ob es was damit zu tun hat. Ich hab's auch ewig nicht mehr gespielt. Ich guck gerade mal, ob ich das hier noch irgendwo habe in meiner Liste oder ob ich das woanders hatte. Ich habe zumindest mal eins gespielt. Das war mit irgendwelchen komischen Geistviechern, beziehungsweise wurde einem da geholfen, aber das war halt nichts Knuffiges, glaube ich. Oh, wo ist es denn? Ich habe so viele Spiele. Oh.
heißt es denn? Also manchmal, da habe ich es bei Epic und gar nicht bei. Eigentlich müsste ich das auch da haben. Hier 1400 Games. Ja, aber es kommt bei mir auch so um im Dreh hin, Vincent. Mir leckt das von na. Armes Frisches. Nee. Alter, warum habe viele Spiele? Oh. Auf jeden Fall spinnt OBS jetzt gerade. Also manchmal ist man echt doof. Oh, Spiel, wo bist du? Hallo Masuna. Nee, nee, dann haben wir es nicht. Oh, wie hieß das denn? Wie hieß es denn? Sag mal. Ich bin erstmal raus. Viel Spaß. Danke für das, dass du gerade reingeschaut hast. Wir schreiben zwischendurch. Hast ja eh zu tun. Sag mal. Also jetzt bin ich echt. Das möchte ich jetzt tatsächlich erstmal wissen. Danach geht's weiter. Nee, ich möchte jetzt gerade selber wissen, wie das Spiel heißt, was ich gespielt habe. Ich glaube nicht, dass es das sein wird, aber ich möchte wissen, wie es heißt. Weil ich muss tatsächlich, glaube ich, in Dingens rein. Und mein PSN. Ich bin eigentlich der Meinung, dass ich es bei Steam auch habe. Da ich aber nicht weiß, wie es heißt, weiß ich nicht, wonach ich suchen soll. Masuna, ich hoffe, es geht dir gut. So, warte mal. PSN. Ja, das ist das Schlimme, wenn man zu viele Games hat. Ja, anmelden. Danke. Hallo. Danke. So, wie komme ich denn jetzt zu meinen Spielen? Spielebibliothek. Am besten, ich gucke bei gespielt. Also ich weiß, okay, das Spiel, was ich gespielt habe, heißt Whispering Willows. Aber das ist nichts mit kleinen Viechern. Das ist nur mit Geistern, die einem dann helfen. Also das wird es wahrscheinlich auch nicht sein. Aber das war das, wonach ich gesucht hatte. Da bist du nämlich quasi im Reich der Toten. Beziehungsweise, also kannst du zumindest ins Totenreich wechseln. Aber ansonsten wüsste ich halt leider echt nichts. Rein gar nichts. Gut, Walking Dead. Aber nee. Für euch so noch existieren oder schon die nächste Stufe Vegetieren erreicht. Da ich erkältet bin, werde ich wahrscheinlich in die nächste Stufe übervegetieren. Vermutlich. Also Frutus hat mich tatsächlich angesteckt. Noch ist es nicht ganz so wild, aber es ist schon ätzend. Oh, bitte nicht. Von mir aus können andere Vegetarier werden. Ich mag Fleisch zu gern. Ich will kein Vegetarier werden. Ich mag mein Wiener Schnitzel. Obwohl es ja irgendwo auch eine gute Sache ist, aber nein. Jetzt bei einem Vegetieren bleibt und nicht zu digitieren. Das stimmt. Warum ist es denn jetzt neblig? Okay, Vaiana, du kannst dich verkrümmeln. Dich braucht keiner. Mickey? Ja, du kommst mit. Wir müssen da mal was machen. Wir müssen da mal was erledigen. Hast ja Glück und kriegst eine Scheune, das. Geht das? Zeig ganz gut, soweit ich weiß.
Bitte, so, nee, danke. Masuna, da verzichte ich dankend drauf. Sachen, die müssen nicht sein. Nee. Ich bleib beim Vegetieren. Ich hoffe einfach nur, dass die Erkältung nicht ganz so sehr kickt. Wie gesagt, noch geht's. Kann man es aushalten. Hauptsächlich merke ich es halt am Hals und hier quasi an den Augen. Das ist alles so ein bisschen Mess. Ich glaube, das sind die größten Schuhmärkte. Das ist ja Kürbisse. Ich finde es bewundernswert, wie man die Kürbisse sammelt. Vor allem, wo man sie lässt. Ja, wir haben nur ein Kleid an. Die Frage ist, wo bleiben wir mit unseren ganzen Sachen? Die Leute über die Drittwelle küren. Ich hätte noch nicht genug Biss. Mach mal so nah. Vegetieren ist doch dann auch gut. Mit ihrem Programm laufen lassen wir gesund. Das wäre zu einfach. Das wird zu einfach. Das macht keinen Spaß. Wir schreiben auch Antivirenprogramm. Gibt doch nicht so schnell. Ja, heutzutage geht alles viel zu schnell. Also, ne? Schön lange brauchen dafür. Na, wie geht's? Super. Nimm mir meinen Scheißkürbis ab, bitte. So. Wunderbar. Ja. Oh! Frisches hat damit nichts zu tun! Mann. Sieht doch nicht immer Frisches damit rein. Der ist unschuldig. Also. Einmal sammeln. Zweimal sammeln. Tut doch gut. Nein. Nein. Einfach nein. Yay, Dreamlight. So. Achso, da hinten ist das Ding. So. Das war sie. Ich würde sagen, wir schalten jetzt einfach die Welt von hier Dingens frei. Wie heißen sie nochmal? Woody und Buzz Lightyear hier. Wie heißen sie Es denn? kam schon. Gott, ich Uns weiß es erwartet nicht. viel Arbeit. Toy Story, danke! Gott! Ich hätte es nicht Woran gedacht. weiß, woran merkt man, dass ich krank bin? Ich krieg gar nichts mehr auf die Reihe. Also mit Namen habe ich es heute echt nicht mehr. Oh, ja, schön. Gut, dass wir noch kein Kingdom Hearts spielen.
Kann ich da drauf? Nein! Schade. Kann hier drauf. Du hast so einen Nachbar hier. Kingdom. Der Harz. Oh Gott. Nett! Servus. Weiter! Bist du unter die Piraten gegangen? Okay. Bin ich froh, dich zu sehen. Ich fürchte, ich brauche dringend Hilfe. Jetzt habe ich jetzt zur Rettung. Moment, du siehst nicht aus wie eine von Bonnie's Spielzeugen. Ich bin Aldaria, eine limitierte Actionfigur. Der Sänger von Rammsteinköpfe mit dem Meer. Er kann das R auf jeden Fall rollen. Wie das gerade für mich klingt. Was denn, Vincent? Was ist denn los? Beeindruckend. Und erst die ganzen Gelenkpunkte. Haben Bonnies Eltern sich vor kurzem gekauft? Okay, ich bin eigentlich gar kein Spielzeug. Aber ich möchte helfen. Mein Name ist Aldaria. Was soll ich machen? Ich war mitten in einer sehr wichtigen Rettungsaktion, als plötzlich... Ja. Sie gibst du einmal. Das stimmt, das mit dem Limitiert. Masuna, bist du dir sicher? Vielleicht habe ich mich ja klonen lassen. Vielleicht bin ich die erste Person, die 30.000 Klone hat. Kauf das Spielzeug einer fremden Familie. Klingt gar nichts aus. Klingt dumm, der Herzige. Klingt nach einem Origami-Händler. Oh Mann. Bisschen vielleicht. Ich war mitten in... Achso, das habe ich ja schon gelesen. Es gibt ein Geheimmission. Im unerforschten Weltraum. Gehen deine Batterien den Geist auf? Die Auflage ist sicher nicht so hoch. Es ist ja schon der Katastrophenalarm ausgelöst worden. Achso, na, bist du dir da sicher? Vielleicht ist das der Grund, dass ich heute keinen Alarm hatte. Aber alle anderen schon. Ihr wurdet von mir gewarnt. Von mir und meinen Klon. Aldaria, Angriff der Klonkrieger. Der Klon samt Pfoten. Ach, kommt schon. Masuna, lass mir meinen Spaß. Lass mich doch auch mal träumen. Oh nein, es passiert schon wieder. Was passiert schon wieder? Meine Batterien gehen so neu. Klonkätzchen an die Macht. Das ist cool. Genau. Klonkätzchen an die Macht. Miau. Okay, der war nicht. Dadurch funktionieren meine elektronischen Funktionen nicht mehr richtig. Meine Sprachfunktion wird ständig bis zur Unendlichkeit. Und noch viel weiter. Und mein Laser schießt ständig unkontrolliert los. So, langsam lesen. Aber keine Sorge, das ist nur eine kleine Leuchte. Ich verstehe, dann warte am besten hier, bis ich neue Batterien für dich finde. Hat der Gröbs? Im Zimmer sollten Ersatzbatterien vorhanden sein. Sieh mal drüben beim Schrank nach. Oder vielleicht in der Nähe. Das ist ein intergalaktischer Notfall. Drüben beim... Was? Wir haben keine Zeit mehr. Suche im Zimmer nach A-Batterien und versuche nicht, sich beschütze die Galaxie. Und was immer du unternimmst, versuch nicht, Bubus leid ihr zur Rettung. Was? Wenn wir Kontaktkätzchen mit Kletten kürzen? Nein. Nein, können wir nicht. Sowas hatte ich früher auch. Was da unterm Bett liegt. Ah, eine Batterie. Wie transportiere ich die Batterien jetzt? Warum liegt hier so viel Müll? Einfach nur. Kiste.
Ich fühl mich echt wie bei Kingdom Hearts, ne? Ohne Witz. Wow. Das war Kunst. Nee, das ist keine Kunst, das ist einfach nur. Warum? Batterie. Das ist ja künstlich. Vincent wird auch zum Roboter. Oh Gott. Was meint ihr? Eine zwei Hilfe. Ich hoffe sehr, dass diese Batterien funktionieren. Ja. Wo sein Batteriefach wohl ist? Wenn ich mich recht entsinne, müsste es entweder an den Füßen oder am Rücken sein. Ich glaube, sein Batteriefach war an den Füßen. Wäre er eine Frau, könnte er auch woanders sein. Der war schlecht. Der war richtig schlecht. Hust. Irgendwas stimmt immer noch nicht. Vielleicht, wenn ich mit dem Schalter auf seinem Rücken herum spiele. Weil die Klappe immer hinten. Also ich hatte tatsächlich Spielzeuge. Da war es einmal, das war bei einem Dinosaurier, relativ im Bereich des Intimbereichs. Es war nicht mehr der Bauch, es war relativ weit hinten. Und ich hatte sehr, sehr viele Spielzeuge, da war es unter einem der Füße. Und ich glaube, bei zwei Barbie-Puppen hatte ich es tatsächlich im Rücken. Und bei einem Eisbären hatte ich es unterm Bauch. Reden wir gerade über den Intimbereich von Dinosauriern? Was ist seine Wendung? Ich kann doch nichts dafür, dass da... Es war ein männlicher Dino. Und da war nun mal... Das sollte den Intimbereich eines Dinos andeuten. Weil das, es war eine aus einem Film. Das war halt so eine Filmfigur. Und die Figur im Film war männlich. Ich kann euch auch zeigen. Das war aus einem Disney-Film. Wartet. Das kann ich euch zeigen. Wartet. Es gibt doch von Disney diesen Dinosaurier-Film. Und der war männlich.